heute eine neue Meisterin, meine Tierchen. Und im Gegensatz zu eurer alten Meisterin weiß ich mit Sicherheit, dass man nur erreichen kann, was man will, wenn man ausgesprochen überzeugend und in aller Tiefe böse ist. Haltet euch bereit, denn es wird Zeit, richtig böse zu werden. Von nichts anderem habe ich je gekrächzt. Noch niemand war wie ich so fürchterlich und so böse. Ich zerstöre, was ich kann, unter großem Getöse. Dann kamen diese Beschützer und fingen mich. Sie schlossen mich in dieses Amulett und freuten sich. Darin kam ich zu Prisma und bot ihr meine Macht an. Ich verließ mein Verlies sofort und verschwand in die Nacht dann. Dass Prisma gesiegt hat, dachte nur sie sich aus. Als Schlimmste von zwei Schlimmen kam dann ich heraus. Ein sehr grausamer Plan, den ich nun vorbereite. Jeder Mensch zeigt sich von seiner hässlichsten Seite. Wenn ich jemanden umkremple, dann geschieht es ihm recht. Mir gehen alle in die Falle, ihr Charakter wird schlecht. Ich bin so böse, im Schlechtsein unerreicht. So böse, gemein zu sein, fällt mir leicht. Beim Bösein lass ich mich nicht stören. Und ich kann euch schwören, bald wird die Welt mir gehören. Ja, ich fühle mich schon richtig böse. Und ich fange doch gerade erst an. Wie ist euer Plan, eure Boshaftigkeit? Ich habe ein ganzes Menü geplant. Als Vorspeise gibt es Rache gegen die, die mich einst einsperrten. Und diese kleine, niedliche Prinzessin, die mir ständig im Weg ist. Wir übernehmen zuerst ihr Schloss und dann ihr Königreich. Und dann kommen wir zum Hauptgericht. Wir umschließen mit unseren Klauen bald die gesamte Immerwelt. Ihr seid die Meisterin meiner Träume. Nein, ich bin die Meisterin deiner Albträume. Ich bin so böse.